Du bist Angstpatient und bist dir unsicher, was bei uns beim ersten Termin passiert? Dann schau dir diese Folge Implatalk an, denn ich zeige dir heute den gesamten Weg vom Telefonanruf bis zu unserem Termin. Viel Spaß! Liebe Implatalk-Community, auf Wunsch von echt vielen Patienten mache ich heute mal ein Video, mal wieder ganz speziell für Angstpatienten. Und einige haben sich gewünscht, dass ich ein Video mache über unseren Kennenlernprozess. Und ich zeige, dass jeder am Ende genau weiß, wie sieht bei uns ein erster Termin aus, was erwartet dich auf dem Weg und warum man bei uns wirklich nun keine Angst vor so einem ersten Kennenlerntermin haben muss. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir wissen, dass du überhaupt Angstpatient bist. Das heißt, ja, nur dann können wir ja dir auch die nötige Zeit reservieren und stellen uns voll darauf ein, auf deine Bedürfnisse. Das heißt, du willst entweder online bei unserer Terminbuchung das Feld Angstpatient-Erstberatung aus oder du sagst am Telefon einfach, hey, ich bin Angstpatient, ich möchte gerne ein bisschen ein ausführlicheres Beratungsgespräch. Dann wissen wir, okay, wir stellen uns darauf ein und wir haben da schon so in unserem Prozess im Hintergrund, dass wir Angstpatienten auch nochmal ganz besonders anders behandeln. Es ist dann viel persönlicher am Telefon und du lernst dann schon so ein bisschen kennen und das Vertrauen wird vor allem auch aufgebaut. Das heißt, ich empfehle dir eigentlich gar nicht so sehr über die Online-Terminbuchung zu gehen, sondern ruf uns an, dann hast du eine unserer netten Damen am Telefon und dann merkst du auch schon, okay, da baut sich Vertrauen auf. Ja, und dann ist der nächste Schritt eigentlich schon das Kennenlernen, also unser Kennenlerntermin. Und da ist ganz wichtig, dass du alle Unterlagen mitbringst. Also wenn es schon Unterlagen gibt und es gibt Röntgenbilder oder Medikamentenlisten oder Spezialbefunde, falls vorhanden, das wäre super, wenn wir das kriegen könnten. Und falls du jemanden brauchst, der dir Mut gibt und dich begleitet, dann ist das auch vollkommen okay. Also wir haben sehr, sehr viele Angstpatienten, die bringen halt ihre Freundin, ihre Verwandten, ihre Schwester mit. Und das ist wirklich was Tolles, weil dann kannst du dich so ein bisschen daran festhalten und bist nicht alleine. So, wenn das alles vorbereitet ist, dann kann es eigentlich losgehen. Das heißt, wir lernen uns kennen und beim ersten Termin machen wir eigentlich immer genau vier Sachen. Erstens, wir lernen uns menschlich kennen. Du erzählst mir was über dich oder einem unserer Ärzte, über deine Ängste, was du denkst, was nicht in Ordnung ist. Und wir hören erstmal einfach nur aktiv zu und stellen Rückfragen. Und machen uns so ein bisschen ein Bild, kriegen schon selber so eine Vorstellung davon, wie du tickst und wo du hin möchtest. Und ja, wir fragen so ein paar Sachen nach, die uns wichtig sind. Und wenn das klar ist, dann machen wir eigentlich einen Befund. Das ist das Zweite, was wir tun. Das heißt, wir gucken uns einmal im Mund den Befund einfach an. Ohne geht das halt nicht. Und ganz, ganz wichtig, wir sind dabei extrem vorsichtig und respektieren deine Grenzen. Klar, wir müssen natürlich schauen, was gemacht werden muss, aber solche Ängste wie mit der Sonde irgendwo reinpieksen oder irgendwie stark am Zahn wackeln, dass er rausfällt oder auch sowas wie auslachen, ja, oder beschimpfen, das gibt's bei uns nicht. Ja, da brauchst du null Angst haben. Wir sind das echt gewohnt, dass Menschen mit viel Angst, mit schlechten Befunden zu uns kommen und genau deswegen bist du ja bei uns und da würden wir uns natürlich selber total ins Knie schießen und dir ins Knie schießen, wenn wir uns auch noch lustig machen würden oder irgendwie mit Vorwürfen. Das bringt alles nichts. Ganz im Gegenteil, das verdient einfach schon Respekt, dass du überhaupt diesen ersten Schritt machst und dass du diesen ersten Schritt in deine neue Zahngesundheit machst. Ja, und dann machen wir als Drittes eigentlich in den meisten Fällen, weil viele Angstpatienten eben lange nicht beim Zahnarzt waren, ein Röntgenbild. Ne? Und das ist einfach dafür notwendig, weil wir sehen im Mund natürlich schon viel, aber auf dem Röntgenbild stellen sich einige Sachen auch nochmal viel, viel objektiver dar. Und dieses Übersichtsbild, was wir machen, das ist mit einem Gerät gemacht, das fährt einmal so um dich rum, das tut nicht weh, da brauchst du keine Angst davor haben. Und das ist so ein sogenanntes Übersichtsorthopantomogramm. Und dann das Vierte, was wir machen, wir sprechen darüber, wie dein Ist-Zustand ist und was noch viel wichtiger ist, wo willst du hin? Ja, was willst du für deine Zahngesundheit erreichen? Was willst du für dein Lächeln erreichen? Was willst du für dein Selbstbewusstsein erreichen? Und dann legen wir Meilensteine fest, ja, auf deinem Weg zu gesunden, schönen, neuen Zähnen oder auch Zahnersatz. Und wenn du möchtest, machen wir dafür dann die notwendigen Termine. Du kriegst auch eine Art Fahrplan. Ja, meistens ist es vielleicht auch erstmal ein zweiter konkreter Besprechungstermin, wo wir dann vielleicht so eine Kleinigkeit mal machen, um zu schauen, wie funktioniert das? Klappt das vielleicht auch ohne Narkose oder ohne Sedierung? Oder es geht dann im zweiten Termin vielleicht um Kosten, weil wir irgendetwas ausrechnen müssen, also weil wir einen Heil- und Kostenplan stellen müssen. Das ist dann individuell verschieden, aber es passiert alles in deiner Geschwindigkeit und so, dass du es
für dich, ja, dass du dich quasi damit wohlfühlst. Ja, und dann meistens findet dann im dritten Termin irgendwann die etwas größere Behandlung statt. Das heißt, das kann eine Sanierung in Sedierung, also Dämmerschlafnarkose sein. Ich verlinke dir hier oben mal unser Video zum Thema Dämmerschlaf und Vollnarkose. Kannst du dir anschauen, wie dieser Prozess bei uns funktioniert. Das sprengt so ein bisschen diesen Videorahmen hier. Gleich im Abspann. Das heißt, guck dieses Video auch gerne erst zu Ende und schau dir dann im Abspann unser Video zu Vollnarkose und Sedierung an, wenn du glaubst, dass das was für dich ist. Ja, jetzt weißt du, wie so ein erster Termin bei uns für Angstpatienten aussieht. Und wenn du jetzt denkst, das könnte vielleicht sogar ja, was für mich sein, ich könnte das schaffen, dann handel jetzt und besieg deine Angst, geh den ersten Schritt, nimm deine Zahngesundheit in deine eigene Hand und ja, mach einen Termin, gerne bei uns oder gerne bei einem Zahnarzt bei dir in der Nähe deines Vertrauens. Ich kann es kaum erwarten, dich persönlich kennenzulernen und ja, freue mich schon auf dich und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Du schaffst das. Bis dahin, auf Wiedersehen. Euer Doc Helker.